Hallo, hier ist die Betty von Web40Style und es ist Wiesenzeit. Lichter haben Spaß am Feiern und überall im Lande gibt es Oktoberfeste. Ich bin alleine auf 3 verschiedenen Gelegenheiten eingeladen und wollte euch mal zeigen, was man da so für Möglichkeiten hat. Das sind alles eher Inspirationen hier, also als erstes der geflochtene Bauernzopf mit halboffenen Haaren, was ich auch immer wieder sehr, sehr schön finde. Denn am Oktoberfest, finde ich, ist das immer okay, wenn man ein bisschen schummelt, um mehr Volumen zu haben. Schnell der Klassiker mit dem falschen Zopf, den habe ich übrigens noch aus meiner Theaterzeit und den gab es damals ganz günstig. Für Dunkelhaarige ist das immer ein super Tipp im Afro-Shop. Die sehen eigentlich ganz gut aus und ja, wenn die Farbe passt, finde ich das sehr, sehr schön und auch völlig legitim für so eine Feier mal so eine richtig knackige Bombe am Kopf zu haben. Aber wie gesagt, das können wir wunderbar auch mit den eigenen Haaren. Und jetzt geht es wirklich los mit der eigentlichen Kunst. Auch hier wieder super einfach. Die Strähnen werden abgeteilt. Auf der zweiten Seite nehme ich die untere zuerst, kordel die. Und auch die obere Stirn-Scheitel-Strähne wird nochmal groß gekordelt. Also da nicht ganz so straff und eng. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, und entweder nehmen wir jetzt beide Strähnen mit in den Zopf hinein und ziehen eine Schlinge durch, so wie ihr das ja schon von meinem Sommerfrisuren kennt. Ganz ohne Dutt und Socken haben wir da eine super Schlaufe, die ein schönes Volumen gibt. Ihr braucht dafür überschulterlanges Haar und den Rest, den wirbeln wir nochmal um das Gummi herum. Et voilà, sehr schön. Ich habe dann nochmal die Variante gemacht, wo beide Strähnen erst nach dem Zopf nochmal um das Gummi gewickelt werden. Das gibt einfach dann doch ein etwas schöneres Ergebnis. Und hier sieht man nochmal die Struktur. Übrigens fliederfarbene Nägel als Kontrast zu dem grünen Outfit. Ein leichtes Make-up, die Augen mit grün umrandet und blau schattiert, dunkelbraun getuschte Wimpern und nur leichte rosane Lippen. Ich habe mir meine liebste Granatapfelkette mit einer Topazkette verwirbelt und das passt auch ganz gut zu den topazfarbenen Ohrringen und ich finde, das gibt alles zusammen einen sehr schönen Look mit dem Dirndl-Oberteil. Für den nächsten Look habe ich extra für euch mal mehr Farbe aufgelegt und ich finde das ganz spannend. Das ist ja so ein Flieder-Move-Ton, der sich sehr gut zu grünen Augen eignet. Hier übrigens im Kontrast knallrote Nägel dazu und auch Bronze. Und ich finde, meine grau-blau-grünen Augen lässt er auch ein wenig grünlich erscheinen. Sehr schön zu dem Emaillanhänger an dem pink-rosa gestreiften Halsband. Jetzt geht es weiter zu den Haaren und wir nehmen uns wieder eine Strähne und zwirbeln die und Achtung, neue Technik. Wir ziehen uns eine ganz dünne Strähne raus und ziehen die nach oben hoch. Ja, und dann haben wir so einen kleinen Puff und den können wir uns zu so einer Schnecke drehen und dann ganz einfach befestigen. Ich zeige das gleich noch ein paar Mal. Ja, das ist eine Technik, die sich sehr gut eignet für feines Haar, um mehr Fülle wirken zu lassen. Die Haare sollten dazu am besten mittellang sein. Also meine sind schon fast einen Tick zu lang. Es ist dann etwas schwieriger, das hochzuschieben. Aber man kann so den ganzen Kopf voller kleiner Schnecken machen und das sieht sehr, sehr schön aus. Hier sieht man jetzt schon einfach mal
Das sind jetzt so zwei auf dieser Seite. Nutzt die Technik, aus dem Gezwirbelten wirklich eine ganz, ganz dünne Strähne rauszupfen und dann nach oben schieben. Dann das Ganze verkordeln. Hier auch nochmal. Es kann ein bisschen struppig sein. Das finde ich eigentlich auch so den ganz schönen Look da dran. Wer das nicht mag, also so ganz glatte, sauber gekämmte Looks, der muss einfach weiterspulen, weil das ist dann absolut nichts für ihn. Und ich finde, man kann schon diese Variante tragen. Ihr seht, wenn die Strähnen etwas dicker werden, werden auch die Schlaufen größer und dann finde ich die Struktur noch schöner. Man kann auch, wie man sieht, hier noch Zöpfe damit machen. Das zeige ich euch gleich. Ich habe jetzt alles wieder nach oben geschneckelt. Und ja, hier im Gegenlicht sieht es sehr zauselig aus, aber ich mag diesen anderen Look eigentlich total gerne und es gibt dann mit dem richtigen Licht, sorry, ich habe das immer noch nicht die beste Einstellung gefunden, um dunkle Haare vernünftig abfilmen zu können. Ich hoffe, ihr bekommt einen Eindruck. Mit blonden Haaren sieht das dann so ganz zart flaumig aus um den Haarkranz herum und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Effekt. Ja, und hier nochmal der Look im Ganzen mit Augen und Kette aufeinander abgestimmt und einer ganz schlichten weißen Dirndlbluse dazu. Ja, und das mag ich zum Beispiel auch total gerne. Das ist wirklich jetzt so Struffel-Zuffel-Look, aber ihr seht, es ist wirklich das untere Drittel nochmal zwei Strähnen abgenommen und die wirken total voluminös und das hält auch wirklich den ganzen Tag. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Man kann sich da unten auch nochmal zwei Schleifen reinpacken, aber durch das Hochgeschiebe hält das optimal. Pflege ist zwischendurch wichtig, ich nehme da immer so ein Feuchtigkeitsspray. Nochmal die gleiche Technik und jetzt aber ganz schnell im Durchlauf einfach umeinander gewurstelt nochmal und hier nochmal gekordelt zu einem Strubbelzopf an der Seite. Sieht aber anders aus als geflochten oder einfach nur gekordelt und dann eben einfach nochmal so ein paar schöne Accessoires, einfach ein paar Blüten reingesteckt, das Weiß wieder aufnehmen und das mag ich einfach auch sehr, sehr gerne. Und trotz der Strubbeligkeit hat es, finde ich, so einen Romantik-Touch und hält den ganzen Abend. Romantic Hippie! Mein Lieblings-Jeans-Top mit der Stickerei passt super zur Wiesn. Aber hier erstmal der Look zum Outfit. Und zwar ist das mein Bossa Blue, der Minerallidschatten von MAC, in einem Blau-Taub. Super zum Schattieren, ganz toll. Und dazu trage ich nudefarbene Lippen, die ich nur mit Gloss nehme, weil es sonst zu matt wird. Aber es geht hier hauptsächlich um das Haarband und keine Angst, es wird nicht das typische Locken-Tutorial geben, sondern wir ziehen drei Viertel von dem Haar durch und lassen vorne zwei Strähnen hängen. Das finde ich ist auch so schon eigentlich ein ganz schöner Look und habe ja hier noch vorne die gekordelte Strähne. Die flechte ich jetzt tatsächlich einmal auch als ganz normalen Bauernzopf mit dem hinteren Teil des Haares zusammen und dadurch wird dann auch schon das Band befestigt. Ich habe auch immer ein bisschen das Problem, dass das über den Tag dann so wegrutscht und damit sitzt das richtig super. Es ist dann ja quasi richtig eingearbeitet und dort haben wir dann einen kleinen Zopf auf der Seite und das ist dann mein Tipp, wirklich auch wenn ihr sonst Zöpfe auf zwei Seiten macht, macht doch den einen geflochten und den anderen gekordelt. Schon habt ihr eine etwas andere Optik. Und diese Seite wird demzufolge also wieder gekordelt. Auch hier die einzelnen Strähnen dazu nehmen, um das Ganze haltbarer zu machen. Der Zopf wird weiter gekordelt, Strähne für Strähne mitgenommen. Dadurch wird eben auch das Haarband nochmal schön befestigt. Und dann schlagen wir ihn einfach um auf die andere Seite. Unter dem Zopf hindurch wird er hinten am Haarband befestigt. Und ich stecke den dann da so rein. Übrigens jeansfarbene Nägel, passend zum Outfit. Und der geflochtene wird oben drüber gelegt. Das gibt dann so einen ganz schönen Abschluss. Das Ganze wird dann nochmal festgesteckt. Am besten gleich das Band mit reinarbeiten. Dann hält es wirklich richtig lange. Und die Enden verstecken und dann nochmal so ein bisschen locker aufzupfen. Das Ganze gibt dann auch nochmal so ein bisschen Volumen.
Und da kann man dann einfach doch mal auch ganz schön sehen, wie der obere Abschluss ist. Und vorne auch einfach noch ein paar Strähnen rauszupfen, die andere Seite noch mal ein bisschen fester stecken. Und ich finde diesen Schritt zurück immer ganz wichtig, dass man so einen Eindruck im Ganzen hat. Auch noch mal ein bisschen für Volumen den Hinterkopf rauszupfen und ein paar schöne Accessoires, meine Lieblingsohrringe. Ja, ich denke, das ist mein Lieblingslook der ganzen Serie. Wie hat es euch gefallen? Ich würde mich sehr, sehr über Daumen hoch freuen und wünsche euch viel Spaß beim Feiern. Bye, eure Betty.